Hi, ganz kurz zur Matheklapper-Welt. Da gibt es erstens auf YouTube Lernvideos und Livestreams mehrmals in der Woche. Themengebiete sind immer farbig gekennzeichnet. Rot die Grundlagen, Orange Geometrie, Grün Analysis, also alles was mit Funktionen zu tun hat, Blau Vektoren und Flieder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Zweitens gibt es meine Homepage www.matheklapper.de. Dort gibt es meine Formelsammlung, den Matheklapper. Und rechts seht ihr, dass die Formelsammlung farbig auf die Videos abgestimmt ist. Ebenso auf meiner Homepage gibt es den Abi-Vorbereitungskurs. Das sind 42 Tageslektionen, wobei über 200 Aufgaben mit Lösung enthalten sind. Dauert etwa 5 bis 10 Wochen, bis man da durch ist. Ja, und dann gibt es dort noch ein Online-Mathebuch mit sehr vielen Stichworten aus der Mathewelt. Okay, viel Spaß mit dem folgenden Video. So, schauen wir uns die nächste Aufgabe an. Auch hier sind zwei Ebenen gegeben. Ebene 1 in Parameterform, Ebene 2 diesmal auch in Parameterform. Und auch hier soll untersucht werden die gegenseitige Lage von diesen beiden Ebenen. Und im Unterschied zur vorigen Aufgabe erkennen wir hier, dass beide Ebenen in Parameterform gegeben sind. Also lautet hier der Ansatz gleichsetzen. Ansatz Doppelpunkt E1 gleich E2. Wir sollen also diese Ebene gleich dieser Ebene setzen. Das sieht folgendermaßen aus. Stützvektor der ersten Ebene 1, 2, 4 plus R mal Richtungsvektor 2, 1, minus 3 plus S mal der nächste Richtungsvektor minus 1, 2, 4 und das ist gleich die Ebene 2, also die andere Ebene, Stützvektor 2, 7, 15 plus T mal der erste Richtungsvektor 1, 2, minus 2 plus U mal der zweite Richtungsvektor 2, 3, 4. Was wir jetzt sehen, ist eine Vektorgleichung, also eine Gleichung mit lauter Vektoren. Die können wir wieder zeilenweise aufdröseln. Ich mache das mal. 1 plus 2r minus s ist gleich 2 plus 1t plus 2u. Also 1 plus 2r minus s ist gleich 2 plus t plus 2u. Die zweite Zeile, 2 plus r plus 2s ist gleich 7 plus 2t plus 3u. Die letzte Zeile, 4 minus 3r plus 4s ist gleich 15 minus 2t plus 4u. Schauen wir uns an, was wir jetzt erreicht haben. Wir haben ein lineares Gleichungssystem erhalten. Ich kürze das mal ab mit LGS. Und dieses Gleichungssystem hat drei Gleichungen und vier Variablen. Drei Gleichungen und vier Variablen. Solch ein Gleichungssystem löst man am besten mit dem Additionsverfahren. Und während der Lösung kann jetzt Folgendes passieren. Es kann rauskommen, dass während dem Rechenverlauf ein Widerspruch entsteht. Der könnte aussehen, 0 ist gleich 5. Also eine Zeile, in der eine falsche Aussage entsteht. Das deuten wir an mit einem Blitz. Wir schließen daraus, dass kein Schnittpunkt vorhanden ist. Und wann ist bei Ebenen kein Schnitt vorhanden? Wenn die beiden Ebenen echt parallel sind. Während dem Rechenverlauf kann aber auch eine solche Aussage entstehen, 0 gleich 0, also eine wahre Aussage, haken wir ab. Das bedeutet, dass wir unendlich viele Schnittpunkte vorfinden
Und unendlich viele Schnittpunkte bei zwei Ebenen liegen dann vor, wenn die beiden Ebenen identisch parallel sind. In unserem Fall erhalten wir allerdings, wenn wir dieses Gleichungssystem lösen, t ist gleich 2,5 u plus 4. Nochmal auch als ganz wichtiger Hinweis zum Lösen von diesem Gleichungssystem. Wenn man so ein Gleichungssystem löst, muss man darauf achten, dass man die Parameter von einer Ebene entfernt, mittels Additionsverfahren. Also Gleichungen werden verrechnet, Plus oder Minus. Und damit will man erreichen, dass die Variablen rausfallen. Und bei dem Rausfallen von diesen Variablen muss man eben darauf achten, dass die Parameter einer Ebene rausfallen. Man muss also zusehen, dass man R und S entfernt oder T und U. In dem Beispiel wurde R und S entfernt, das heißt, eine Gleichung ist entstanden, in der nur noch T und U drin ist. Um das nochmal genau zu wiederholen, man muss also während dem Auflösen von diesem Gleichungssystem darauf achten, dass zwei Parameter von einer Ebene rausfallen und demzufolge die beiden anderen Parameter der anderen Ebene erhalten bleiben. Wie gesagt, in unserem Fall ist das passiert und da weder ein Widerspruch eingetreten ist, 0 gleich 5, noch eine wahre Aussage der Art 0 gleich 0, sondern eine Gleichung, in der die beiden Parameter noch erhalten sind, folgen wir daraus, dass es unendlich viele Schnittpunkte gibt und daraus folgen wir, dass eine Schnittgerade vorhanden ist. Die Berechnung der Schnittgerade funktioniert genauso wie in dem vorigen Beispiel auch. Wir haben diese Gleichung ja schon nach t aufgelöst und dieses t setzen wir in dem Fall in die Ebene E2 ein, verrechnen das Ganze und bekommen als Ergebnis die Parameterform der Schnittgerade. Ja, ganz kurz nochmal zur Matheklapper-Welt. Hier auf YouTube gibt es ja Filme und Livestreams. Auf www.matheklapper.de gibt es meine Formelsammlung, also den Matheklapper, sowie die Abi-Vorbereitung und das Online-Mathebuch. Oben links könnt ihr meinen Kanal abonnieren und natürlich das Glöckchen nicht vergessen, dann erfahrt ihr auch immer, wenn mal wieder ein Livestream ansteht. Ja, und oben rechts gibt es eine thematisch passende Videoempfehlung. Danke fürs Zusehen. Ciao.